So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Da wir fast keine Seelen mehr haben. Ich habe vergessen, übrigens wieder Pfeile zu kaufen. Das kann ich ja aber kurz nachholen. Hier fehlt uns übrigens noch ein Leuchtfeuer, was wir auch bald holen könnten. Und ja, dann ist eigentlich außer dem Hauptpfad im Augenblick nichts mehr offen, außer das, was ich schon erwähnt habe, dieser eine Gegenstand unten im Heiligen Grab. Ja, Gegenstand kaufen. Hätte ich gerne. Genau, Eisenpfeile, am besten Maximum. So. Und dann können wir jetzt zurück in Aldias Festung. Wieder den Vorgarten, weil das andere Leuchtfeuer haben wir ja noch nicht. So, und im Allgemeinen müssten wir Ruhe haben vor Gegnern. Denn das Phantom hier haben wir besiegt. Die zwei Forlorns haben wir auch. Uns mit den Spiegelleuten haben wir auch schon angelegt. Der Ogre hier respawnt zum Glück auch nicht mehr. Nur er hier respawnt, aber pff. Ich meine, den nochmal töten. Gehen wir lieber durch die Schleuse durch. Ja, hier ist es etwas dunkel, also machen wir mal Licht. Dank dem Pharos Lockstone und da oben ist eine Mimik eingesperrt. Hier ist sehr viel komisches Zeug eingesperrt, wenn man es genau nimmt. Zum Beispiel so ein Riesenpilz. Und hier sind auch die Abominations eingesperrt. Die aber zum Glück nicht raus können. So, ein schimmernder Lebensstein. Und hier muss man auch ein bisschen aufpassen, nämlich diese Wandgemälde hier. Kann man runter stoßen und dahinter sind Drachenakolyten. Und die sind nicht nett. Wie man gerade gemerkt hat. Also erstmal wollte er sich heilen. Und zweitens haut er mit seinem Shit gut zu. So, wir können hier hinter den anderen Bildern schauen, ob hier sich auch noch Drachenakolyten verstecken. Hinter einem versteckt sich, glaube ich, einer, genau. So, weg mit dir. Die können übrigens für diejenigen, die es interessiert, Drachenknochen droppen. Genau, hier ist verschlossen. Hier müsste auch verschlossen sein. Ja, hier öffnen brauchen wir den Dicken. Der muss nämlich die Tür einschlagen. So wie der Dicke dahinter. Wie man sehen kann, sind hier. Ups, das war die falsche Taste. Egal, ich kann mich immer heilen.
sind hier Mimics eingesperrt, die wir so nicht rauskriegen. Ich drücke mal auf die falsche Taste. Und hier ist ein ziemlich gruseliger Ort. Das Ganze sieht aus wie eine Metzgerei. Und wenn man sich das, den Haufen toter Riesen hier anschaut, ist das Ganze auch wie eine Art Riesenmetzgerei. Und das ist sehr unheimlich. So, das Gemeine ist, die Gegner hier kommen nicht so leicht raus. Da bräuchten wir schon einen von den Zyklopen, um sie rauszuholen. Und ich glaube, irgendwo muss man auch erstmal die Käfige runterlassen. So, erstmal hier alles kaputt machen. Können wir dich auch kaputt machen? Ja. Weil hier ist erstmal etwas dahinter versteckt. Ein frischer Wahrheitsverkünder. Nachdem wir den einen jetzt gerade aufgebraucht hatten. Und hier müsste genau die Geheimwand sein. Hinter der das zweite Leuchtfeuer versteckt ist. Mhm. Ah, hier wäre Forlorn Time. Machen wir das Ganze doch auch mal. Wir haben die beiden Forlorn mit der Sense bereits erledigt. Das heißt, wir haben es jetzt nur mit den Schwert-Forlorns zu tun. Genau, die sind nicht so heftig. Sag ich und krieg eine aufs Maul. Noch eine, das ist nicht so schön. Mein Schild hilft da wenigstens gut mit. Aber auch nicht immer. Die beste Taktik ist, ihn zuschlagen zu lassen. Damit er abbobbt. Genau. Und ihm dann einfach ein paar zu verpassen. So. Das war der Forlorn. Holen wir uns am besten auch gleich den zweiten. Der sich hier versteckt. So, anzünden. Ah, genau, das ist weniger schön. Das passt eher schon. Also man muss warten mit dem Schild hochnehmen, sonst macht er einen Shield Break und das kann ins Auge gehen. Genau. Komm. So, einmal trinken, das können wir uns erlauben. Auf Abstand gehen, um die Ausdauer zu regenerieren. Und zweimal zustechen. Passt. Und Heideschwer ist in Gefahr. Oh, da ist die Ausdauer ab
gelaufen. Ah, Shipbreak, nicht gut. Stirb endlich mal. So, dankeschön. So, wir haben jetzt alle Forlorns getötet. Und das heißt, ich kann jetzt zurückreisen zum Eingang. Und ja, ich reise zurück. Ich laufe nicht. Ich bin so faul. Denn dadurch, dass wir alle Forlorns jetzt getötet haben, haben wir etwas am Eingang getriggert. Im Original Dark Souls 2 gab es die Forlorns nicht. Da ist das, was jetzt gleich passiert, von Anfang an passiert. Hallo Kiste. Wenn man nämlich hier den Raum betreten hat, ist er hier lebendig geworden. Wow. Genau. Und er hat auch nicht den Schlüssel gedroppt. Früher. Er war einfach nur da und er war nervig. So. Und er hat jetzt gerade genug Schaden gemacht, um mich fast umzubringen. Was auch nicht schlimm gewesen wäre. Na, ist hier mal wieder einer versteinert worden. So, mit dem Aldia-Schlüssel kommen wir jetzt auf der linken Seite rein. Auf der rechten Seite. Erstmal wieder die Drachen-Akolyten loswerden. Genau, die droppen fossile Drachenknochen. Oh, und ich kann hier unten... Ach so, der da oben ist stinkig. Na komm runter. Der Geister irritiert mich gerade ein bisschen. Erstmal hier unten kurz fertig machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, kann ich hier durchschießen? Ja, könnte ich theoretisch. Ich könnte die mutierten Rattenhunde hier aber auch stinkig machen, dass sie rauskommen. Genau. Die hat man wohl aus dem Loch hierher gebracht. Und sie hier versauern lassen. Die zwei. Na komm, Puss, Puss. Weil für den nächsten Akt hier muss ich mich mal wieder entkleiden. So, erstmal aber weg mit dir hier. So, und dann kommt wieder alles entfernen. Große Seele und Rosturne. Das mit der Rosturne macht natürlich Sinn. Göttlicher Segen. Segengeisier und ein fossiler Drachenknochen. Übrigens sind wir über dem Riesenmetzgerraum gerade. So.
Erstmal wieder Ringe anlegen. Nämlich Hartstahlring, Soldatenring. Was hatten wir noch? Den Chlorantierring und den Silberschlangenring, dass ich nicht wieder auf die Ringe vergesse. Rüstung als nächstes, ist nämlich auch wichtig. Schild, das, Heidespeer und Bogen. So, alles wieder angelegt. Können wir weitermachen.